Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Espero no felicidad. Hallo und willkommen zum vierten Türchen heute, 4. Dezember. Wir fangen direkt an. Mit einem hässlichen Quietschen öffnete sich das Eisentor und Onkel Titus fuhr hindurch. Peter blickte sich beunruhigt um. »Das sieht hier ja aus wie ein Spukhotel!« Vor dem Hoteleingang wurden sie schon von den Besitzern erwartet. Es waren ein Mann mit weißem Ziegenbart und eine Frau mit straff zurückgekämmten Haaren. Beide trugen schwarze Gewänder. »Wir mussten lange auf sie warten. Dreimal sahen wir den Mond die Erde umrunden«, begann der Mann mit einer hellen Stimme. Die Frau fuhr fort. »Willkommen im Hotel Neptun. Bitte verrichten Sie Ihr Werk und gehen Sie die Wege, die Sie hierher führten.« Bob sah seine Freunde verständnislos an. »Was wollen die von uns? Die sprechen ja wirklich in Rätseln.« Justus fasste es zusammen. »Wir sollen die Pumpe abladen und schnell wieder verschwinden.« Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, die schwere Wasserpumpe vom Pickup zu befördern. Doch als sie sich anschließend wieder in den Wagen setzten, sprang der Motor nicht an. Onkel Titus blickte genervt auf das Armaturenbrett. »Was hat die alte Karre denn nun schon wieder?« »Tja, Aufgabe, jetzt ist der Mechaniker in dir gefragt. Verdammt, was für ein Mechaniker in mir? Wo liegt beim Pickup das Problem?« »Benzin ist auf Null, würde ich mal meinen. Dafür brauchen wir doch keinen Mechaniker, oder?« »Das ist Lösung Nummer 3, das Seepferdchen. Und es ist direkt hier in dieser Unterwasserkuppel das Mr. Seepferdchen. Okay. Achso. Wir öffnen es. Und herauskommt Batman! Eine Fledermaus. Eine Fledermaus. Achso, ich brauche dafür keine Schere. Ein Fledermaus. Radiergummi. Ein Fledermaus-Radiergummi. So. Wenn man einen Fall genauer untersucht, macht man sich viele Notizen. Oft entpuppt sich etwas als Fehler oder ein Verdacht konnte widerlegt werden. Mit dem coolen Radiergummi kannst du falsche Notizen einfach ausradieren. Verdächtiger war zur Tatzeit im Kino. Aussage wurde nicht bestätigt. Okay, wir haben einen Batman-Radierer. Ja, eigentlich sollte es zum Spukhotel wahrscheinlich zählen. So. Ja. Okay. Dann war das der 4. Dezember. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann.